Ich bin ein großer Freund davon, so wenig Software wie möglich auf Windows zu installieren und möglichst die eingebauten Funktionen bestmöglich auszunutzen. Eine davon ist zum Beispiel, dass man auf alte Einträge in der Zwischenablage zurückgreifen kann. Diese Funktion ist leider nicht standardmäßig aktiviert und in diesem Video zeige ich dir, wie du bei Windows 10 diese Funktion ganz einfach aktivieren kannst. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Zwischenablage hier zu aktivieren oder den Rückgriff auf alte Einträge in die Zwischenablage zu aktivieren. Einer wäre zum Beispiel, die Windows-Taste auf der Tastatur plus V gleichzeitig zu drücken. Dann bekomme ich diese Ansicht hier. Eine andere Möglichkeit ist hier, das Startmenü zu öffnen, auf Einstellungen zu gehen und hier nach Zwischenablage zu suchen. Hier gibt es den Punkt Einstellungen für die Zwischenablage. Und hier habe ich dann den Punkt Zwischenablagenverlauf. Und ich würde sagen, den aktiviere ich doch mal. Und jetzt drücke ich nochmal Windows und V. Da bei mir jetzt noch ohnehin nichts in der Zwischenablage war, bekomme ich jetzt hier nur ein leeres Fenster angezeigt. So, wir machen aber natürlich mal was in die Zwischenablage rein. Ich kopiere mir mal dieses Superpasswort. Also damit du auch siehst, dass ich das in Wirklichkeit mache, kopiere ich das einfach alles mal raus und alles da unten hin. Inhalt ist jetzt erstmal völlig egal. Jetzt drücke ich Windows und V und jetzt bekomme ich die ganzen Dinger, die ich in der Zwischenablage in der Zwischenzeit hatte, hier wieder angezeigt. Jetzt kann ich zum Beispiel Superpasswort auswählen und das wird dann hier eingefügt. Ja, wenn du dich wunderst, wo sich immer dieses Teil einblendet, also nochmal Windows und V drücken, dann blendet sich das immer da ein, wo der Cursor halt ist und wo dann eingefügt werden würde. Ja, kann ich mal hier oben machen, dann blendet sich's hier ein. So, jetzt kann ich mir hier diese Teile aus der Zwischenablage raussuchen und brauche dafür jetzt keine Zusatzsoftware mehr. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo. Wenn du noch ein paar Tipps und Tricks für Windows hast, dann schreib mir die doch einfach in die Kommentare. Dann mache ich dazu vielleicht auch nochmal ein separates Video.